auch interessant. Britische Forscher haben jetzt das sogenannte Fakir-Gen entdeckt. Diese Genmutation führt bei einigen Menschen dazu, dass sie überhaupt keine Schmerzen empfinden. Dieses Gen könnte die Lehrer der Rütli-Schule natürlich gut gebrauchen. Oder Jürgen? Jürgen. Jürgen. Was? Was? Fakir-Gen. Ja, Fakir-Gen, ja. Ich denke ja, die Besucher der folgenden Dichterlesung, die hätten dieses Anti-Schmerz-Gen auch gut gebrauchen können. Die hätten es sich gewünscht. Denn was da geboten wurde, das war wirklich kaum auszuhalten. Du stehst auf und kriegst gesagt, wohin du gehen sollst. Wenn du da bist, hörst du auch noch, was du denken sollst. Sag mal, willst du das? Nein, 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 na, 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 nein. Nein, 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 na, 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 nein. Schrei, auch wenn es weh tut. Schrei, so laut du kannst. Danke. Ich habe heute was gefühlt, was ich noch nie vorher in meinem Leben gefühlt habe. Denn jetzt weiß ich auch, dass es da draußen noch was anderes gibt. Was anderes als Arbeit und Regeln. Die Textzeile. Du stehst auf und kriegst gesagt, wohin du gehen sollst. Und wenn du da bist, hörst du auch noch, was du denken sollst. Das haben sie richtig erkannt. Und der Satz, du stehst auf und kriegst gesagt, wohin du gehen sollst, ist auch ein Verweis auf die Freudsche Psychoanalyse. Da kämpft ein triebhaftes S gegen die Unterdrückung durch sein mächtiges Über-Ich. Natürlich. Mein Handy. Entschuldigen Sie mich bitte. Hey, Tom. Ja, ist gut gelaufen, aber ey, diese Intellektuellen sind so oberflächlich. Ja, die reduzieren mich nur auf meinen Intellekt. Kein einziges Wort über meine geile Jacke. Und über meine Frisur haben sie auch nichts gesagt. Ja, ich vermisse euch auch. Okay, noch einmal schlafen, ne? Tschüss. Unser Bild, ja. Unser Bild, genau.